Das Ziel ist im Grunde immer wie bei Facebook sozusagen, dass der Verbraucher am Ende die Wahl hat. Er kann sagen, ja, du darfst meine Daten haben und du darfst die auch zusammenführen und dafür kriege ich dann vielleicht passende Werbung etc. Aber der Verbraucher, der soll auch sagen können, nein, ich will deinen Dienst nutzen, aber meine Daten, die kriegst du eben nicht in der Form, wie du sie haben willst, sondern du musst sie trennen. Wettbewerb ist das Grundprinzip unserer Wirtschaft und das brauchen wir. Ja. Wettbewerb sorgt dafür, dass die Unternehmen innovativ sind. Sie müssen sich anstrengen gegenüber ihren Wettbewerbern. Und das können Sie jetzt sehr gut auf die Tech-Unternehmen runterbrechen. Wir wollen natürlich dafür sorgen, dass der Verbraucher gute Qualität bekommt. Vielleicht gibt es Start-ups irgendwo, die viel innovativer sind, die aber gar keine Chance haben, auf den Markt zu kommen, weil da steht immer mit breiter Brust der Tech-Gigant aus den USA, aus China oder sonst wo, der Markt ist bereits besetzt. Also mit anderen Worten, wir profitieren vielleicht überhaupt nicht von positiven Entwicklungen, die möglich wären, weil da steht wie ein Monolith der Monopolist und sagt, hier stehe ich und so machen wir es. Und deswegen sind wir da so aktiv.